Yo, yo, yo! Wir müssen noch Musik starten. Zack. Und ich glaube, wir sind jetzt live. Was geht ab, Leute? Willkommen in einem weiteren Minecraft-Freunde-Livestream. Nochmal ganz kurz den Link hier raussuchen, damit ich das auf Discord posten kann. Und dann geht's los. Wir gehen heute in den Nether. Stand da gerade irgendwas mit krasser Verzögerung? Ich weiß nicht. Ich habe da gerade irgendeine Nachricht gesehen, die ist jetzt wieder weg. Aber eigentlich sollte die Verzögerung, glaube ich, heute passen. Beim letzten Mal war die nicht so geil, aber ich hoffe, dass es heute besser ist. So, den Link suchen wir nochmal ganz schnell raus, dann posten wir das auf Discord und dann können wir auch schon reinstarten hier. Zack. Guck mal, jetzt höre ich mich doppelt. Bam. Ja, die Verzögerung geht, glaube ich, diesmal. So, dann können wir es auch im Discord hier reinhauen. Wir gehen in den Nether. Easy ist, glaube ich, gleich auch mit dabei. Mal gucken, die ist auf jeden Fall auf dem Server. Mit der hatte ich gerade schon kurz geredet und ich denke, die ist mit am Start. Ich gucke extra auf den Boden und wir sind nur im Nether heute hauptsächlich, denn es ist super viel passiert auf dem Server und ich kann in der Stadt fast nichts zeigen, ansonsten spoilere ich alles. Von daher müssen wir das irgendwie so machen. Ich schreibe nochmal in den Chat. Moin. Gehe jetzt gleich in den Nether. Easy, bist du dabei? Oh, hallo. Ich guck extra nicht weiter. Easy. Was? Hallo? Ich will ja nichts spoilern. Hallo, ich wollte gerade schreiben, dass ich jetzt live bin und in den Nether gehe, ob du mit dabei bist. Oh, du bist schon live? Ja. Hallo, Zuschauer von Ryan. Ich zeig dich nur in der Ecke, da sieht man auch schon zu viel, oder? Sieht man da was? Was? Oh mein Gott. Nee, da sieht man nichts eigentlich, ne? Schon gut. Hier sieht man gar nichts. Hier gibt's nichts zu sehen. Alles gut. Ach, hast du hier einen Respawn-Punkt aufgestellt? Ja, genau. So, ich muss mal Musik, glaube ich, wow, leiser machen. Wow, du Kluger. So. Bin ich laut genug, Leute? Leute, ist easy laut genug. Ich muss eh noch mal allen Hallo sagen. Und dann bin ich sofort bei dir. Moin, Alpha Girl, Wack Fabian, It's Me, Roblox Nelly, der beste Schweizer, Kim, Gensterman, Olli, Len, dann Charge, schreibt man das so? Ich weiß nicht, genau, ich hoffe schon. Schreibt man das so, spricht man das so aus. Hi, Alpha Girl, Rex, Blue Phoenix, Easy schreibt auch, hi. Hallo, Easy, Grüße gehen auch raus an dich. Hallo. Und hi, Syntex. Okay, ich glaube, die Lautstärke passt. Ja, ich glaube auch. Da steht, ja, du bist perfekt, aber das ist bestimmt auf mich bezogen, also. Ja, das ist es bestimmt. Also, vielleicht auch die Lautstärke, vielleicht auch nur du, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Dann geht's los. Moin, Philipp. Also, oh mein Gott, fast runtergerannt direkt. Easy, ich habe gesehen, du hast schon was gebaut, ne? Ja, hast du meinen Netherbahnhof schon das gesehen? Das ist cool. Ja. Komm, rauf hier auf die Schienen. Ich kann keinen Doppelsprung machen. Du bist ja. Oh nein. So, ja, ich habe nicht so wie coole peinlich. Hasenschuhe. Wie peinlich. Ja, ich weiß. Sorry. Ja, komm mal mit. Aber ich dachte, für Leute wie dich habe ich hier sogar eine Treppe gebaut. Wow, aber nicht beim Portal. Also das heißt, wenn ich ja, da rauskomme, okay, habe ich keine eine Brücke Treppe. Hin. Ja, ja, du kannst ja auch außen rum gehen, du faule Socke, du. Guck mal, und hier sind so Loren. Ach, Karts drin. Okay. Mhm. Ja, vielleicht fahren wir damit einfach mal in eine Richtung, oder? Weil mein Plan ist es für heute. Ja. Ja. Die Richtung ist noch nicht fertig. Okay, also nur rechts und links. Ja. Und nach hinten. Nee, das, ja, drei Richtungen sind fertig. Okay, okay. Warte, okay. Sollen wir Obsidian mitnehmen, dass wir woanders rauskommen können aus dem Portal? Das wäre eigentlich cool. Kannst du welches holen? Ja, ja, ich geh holen, bis gleich. Kann mich da nicht so gut bewegen in der Stadt. Bis gleich. Okay, moin, Fanny oder so, was geht ab? Ich hab zwar mies Kopfweh, aber ich schau gern zu. Gute Besserung auf jeden Fall. Cool, dass du trotzdem mit am Start bist. Nuke Flo's Haus. Okay, wieso nicht? Machen wir direkt. Ich werde demnächst tatsächlich, habe ich vor, noch ein paar Nukes mir zu besorgen. Also vielleicht, ich wollte jetzt nicht Flo's Haus nuken, aber ich wollte mir demnächst auch ein paar mehr craften. Wir haben ja jetzt nur eine für Logos Haus. Ich wollte auch ein paar mehr machen, aber vielleicht auch zum Netherite Farm oder so. Wir müssen mal schauen, weil es macht schon Lust, es macht schon Bock, die zu zünden. Aber damit möchte ich nichts kaputt machen. Wie alt bist du? Alt bin ich. 28. Moin, Lonax Orbit. Oder Lonax Orbit. Mir geht's gut, Klinator. Wie geht's dir? Leute, Ziel ist es, wir werden. Wobei, ich kann das Ziel eigentlich gleich nochmal sagen, wenn Easy wieder da ist, ne? Ansonsten weißt du ja gar nicht, was wir vorhaben hier heute. Logos Haus der Apfeleimer ist eh weg. Das stimmt. Aber es hat sich noch mehr halt in der Stadt getan. Das Problem ist, eigentlich wollte ich heute anfangen, mein Haus zu bauen im Livestream. Logo, glaube ich, auch. Der wollte, glaube ich, auch seine Mülltonne erst wieder bauen oder irgendein anderes Haus. Ich weiß gar nicht genau. Aber viele sind jetzt übers Wochenende weg. Deswegen wurde ein bisschen was vorproduziert. Und ich kann quasi nichts in der Stadt zeigen. Egal, was ich zeige in der Stadt. Selbst wenn ich nur direkt neben meinem Haus schon, ist ein Spoiler. Deswegen kann ich nichts in der Stadt machen. Deswegen sind wir heute im Nether. Trifft sich aber ganz gut. Denn ich wollte sowieso so eine Art Luxusvilla bauen. Und ich war auch noch nicht richtig im Nether. Das heißt, wir könnten Quarz farmen für hier ist ja auch super viel für solche weißen Quarzblöcke. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich die Villa weiß machen möchte, weil wir könnten halt entweder
die aus diesen Blöcken hier bauen. Und wo ist mein Mauszeiger da? Und die dann vielleicht sogar noch ein bisschen chiseln oder so. Müssen wir mal schauen. Oder wir könnten auch, das ist vielleicht sogar ein bisschen cooler, eine lila eine Villa bauen. Entweder baue ich eine weiße Villa und mache lila eine Scheiben rein oder ich baue eine lila eine Villa. Müssen wir mal schauen. Ich weiß es noch nicht genau. Problem ist natürlich, dass diese lilanen Blöcke viel schwieriger sind zu kriegen, weil das ist ja wieder Trockenbeton und dann muss ich Sand und Erde und so, Sand und Kies ganz viel farmen und deswegen müssen wir mal gucken. Mir geht's gut, Jasmin, wie geht's dir? Easy! Warte, easy! Hast du meinen Frosch? Hey, ja? Hast du meinen Frosch schon gesehen? Welcher? Danke. Okay. Welcher Frosch? Komm mal mit, ich will dir was zeigen. Ja, warte, ich brenne noch ein bisschen. Im Nether brennt man auch noch länger. Wieso brennst du denn? Weiß ich nicht. Echt? Weil ich so heiß bin. Habe ich einfach angefangen zu brennen. Wieso hast du einen Frosch im Nether? Na, guck mal rein. Lol. Das ist ein Magma-Schleim. Ja, der spawnt Magma-Slimes. Und weißt du, was passiert, wenn ein Frosch einen Magma-Slime frisst? Dann wird der rot anscheinend. Magma-Frosch. Was? Nicht? Nein, es gibt keinen Magma-Frosch. Oh, was passiert dann? Ja, wir werden es gleich sehen, wenn hier mal ein Magma-Slime spawnt. Oh, aua, da ist einer gespawnt. Du hast ihn getötet, weil du Dorn auf der Rüstung hast. Lol, ich wusste gar nicht, dass ich Dorn... Ach nee, mein Artefakt war das. Oh nee, jetzt ist da auch so ein Typ, der mich angreift. Ich sterbe gleich direkt schon im Nether. Ich sehe das schon. Guck mal, der frisst die jetzt. Guck mal, da. Und? Ja. Spuckt der jetzt Feuer oder so? Alter, wie viele... Warte, der droppt Blöcke. Ja. Kamin ist Froschlicht. Hä, wie cool. Das sind Froschlichter. So kriegt man Froschlichter. Lol, ja. Die sehen richtig gut aus. Die sind cool, ne? Genau. Ja, ich deswegen, will das noch ist meine mehr kleine davon. Froschlichtfarm. Der soll die mal alle weghauen. Los, hat der Frosch einen Namen? Frosch. Los, Frosch, ich glaub an dich! Als ob der keinen Namen hat. Der Arme. Das ist einfach Frosch. Der arbeitet hier so hart an nicht mal einen Namen. Oh, hier ist eins, bitteschön. Danke. Da ist auch noch ein letzter. Bam, perfekt. Jetzt habe ich 12 Stück. Let's go. Ich stehe wieder in sein kleines Loch, ja. Ich habe eine wichtige Frage. Du bist ja gut im Bauen. Und du kennst dich aus. Weißt du, du hast das Style und das Geld, alles, was man braucht. Ja. Und deswegen wollte ich dich fragen, ich möchte eine Villa bauen. Ja. Und ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin jetzt hier, um Quarzblöcke zu farmen, weil dann könnte man eine weiße Villa machen. Ah. Mit lilanen Glasscheiben. Oder ich... streng mich noch mehr an und fahre mir lilane Blöcke, aber das ist ja viel mehr Aufwand. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Lilane Blöcke? Okay. Ja, also mit so Trockenbeton. Könnte man halt auch. Also, es geht nicht hier, aber das könnte man auch machen. Also, was braucht man dafür? Da braucht man Kies und Sand, oder? Ja, was meinst du, ist cooler? Eine lila, also die Villa komplett lila machen oder weiß mit lilanen Akzenten? Wie den Glasscheiben dann? Ja, ganz ehrlich, eigentlich weiß mit lila Akzenten ist cooler. Ja, perfekt, das ist auch einfacher zu farmen. Super. Ja. Dann sind wir auch richtig im Nether. Okay. Okay. In welche Richtung fahren wir? Was empfiehlt die Expertin? Oh, ich war noch. Moin, Paul. Ich habe nur die Wege gebaut. Ich habe gar keine Ahnung. Und hi, Hope. Wir können ja mal da lang. Da bin ich noch gar nicht lang gewesen. Okay, ich esse nochmal schnell was. Zack. Bist du schon mal mit so einer Magnetschwebebahn gefahren? Nee, das ist. Stimmt, das sind andere Sachen hier. Was ist das? Ich habe Angst. Ja, du Magnetschwebebahn. Lol. Dann setzt du dich rein und dann fährst du los. Tschüssi. Hä, wie cool ist das denn? Hä, die kann man vorm selber einfach dann... Nein, ich bin ausgestiegen. Nein. Komme ich da noch hinterher? Ja. Achso, ich sehe ja Blöcke platziert. Deswegen, oder? Aua. Hä? Ist das mit Absicht so? Ich sterbe hier doch drin. Ich bin verwirrt, Leute. Ich flieg da jetzt lang. Da stirbt man doch drin. Ich glaube, die hat einfach ganz viele Blöcke geplaced. Weil hier sind jetzt keine mehr. Kann ich das wieder einholen? Moin Sandra, was geht ab? So, jetzt sind wir wieder drin als Biene. Da müsste das passen. Ey, fast gestorben hier. Hi Anna und hi, it's Mia Roblox. Wie geht's? Oh, heiß begehrte Reiseziele. Entdecke alle Nether-Biome. Oh, ja, Ryan! Stark! Aua! Easy, hast du Blöcke platziert unterwegs? Nein, das habe ich nur noch nicht richtig abgebaut. Du weißt doch, die Strecke ist hier noch ein bisschen... Ich dachte, ich sterbe. Ich bin ausgestiegen, da ist mein Kart weggefahren. Dann muss ich schnell hinterherfliegen, um es wieder aufzuholen. Das war ganz schön gruselig. Ach komm, ich habe mir hier echt Mühe gegeben. Jetzt hör auf, mich zu mobben, ey. Doch, das ist doch cool. Aber ich dachte kurz, ich sterbe. Das war auch gruselig. Hast du Goldrüstung? Ach, vielleicht wärst du gestorben. Hast du Goldrüstung an, außer die schöne Krone? Nein. Du bist im Nether, wieso gut hast du vorbereitet, keine Goldrüstung ne? an?
bin top vorbereitet. Top vorbereitet. Ich hab noch überlegt, dir was zu holen, aber ich dachte, nein, der ist nie so doof, ohne Goldrüstung in Nether zu gehen. Ich kann mir ja gleich welche craften, das ist ja nicht so schwierig. Jetzt sind wir beim Hassbiom hier. Yo, was ist das denn? Achso, den gab's auch in Freunde 1. Töte es! Okay, nice. Hat er gedroppt? Good job. Gar nicht. Ich dachte, der wäre stark. Doch, der hat Basalt gedroppt. Okay. Oh Mann. Okay, ja, das ist nicht so cool, das Biom. Ich folge dir. Okay, lass uns ein Stück in die Richtung fliegen. Ich hätte eigentlich lieber ein Biom mit... Oh, hier ist noch so einer. Ich will den auch fighten. Meinst du, ich sterbe? Reiten? Killen. Ah, nee, der macht gar nicht so viel Schaden. Hm. Nice. Ich hätte gern so ein... Ja, hier, das sieht gut aus. So ein roteres Biom. Da kann man ein bisschen Quarz abbauen und... Guck mal, hier kann ich mir noch eine Goldrüstung machen. Ja, mach dir eine Goldrüstung, genau. Easy. Hier ist eine Werkbank. Ja, was? Nee, ich meinte easy. E-A-S. Okay. So, ich schau mal in den Chat, Ryan. Mal sehen, was die Leute so schreiben. Die habe ich auf jeden Fall schon gelesen. Was? Was für eine Grafikkarte hast du? Wieso habe ich das nicht gelesen? Vergessen, was habe ich denn? 3060, glaube ich. Warte, das kann man noch bei F3 sehen. Keine Ahnung. Ja, RTX 3060 habe ich. So. Ganz viel angefragt, ob du live gehst. Ja, easy cheesy live. Easy cheesy einfach. Ja, easy cheesy geht live. Easy cheesy geht nicht live. Warum geht denn easy cheesy nicht live? Aber, naja, da muss ich bei easy cheesy gucken. Dabei bin. Ach so. Ja, muss easy cheesy gucken. So, ja, ich mach mir meinen Helm jetzt. Dann habe ich auch Goldrüstung. Okay. Wollen wir ein bisschen. Hilfst du mir beim Quarzfarmen? Ich lese im Chat. Okay, du kannst auch den Chat lesen. Da schreibt auch direkt jemand. Ja, hallo Easy, wie geht's? Da, du musst Fanny oder Fanny oder so antworten. Oh, sie ist kurz mute. Was? Was? Fanny oder Fanny, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, schreibt im Chat. Hallo Easy, wie geht's? Gut geht's mir, danke. Top. Ryan, weißt du, was schlau wäre? Was? Wenn wir nicht über den Ingame-Chat reden würden. Das stimmt. Wollen wir auf Teamspeak? Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Okay. Ja, ich komme auf deinen. Okay, warte mal, Leute, dass wir hier im Teamspeak starten. Moin, Johannes, was geht ab? Brauchst du Mods? Eigentlich haben wir mehrere YouTube-Bots, aber stimmt, ich glaube gerade, ist gerade einer da. Mods, hallo? Fanny schon richtig? Okay, perfekt. Weil es von Fan abstammt und nur zwei I dahinter dran sind. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht stammt es auch von irgendwie deinem Namen ab, der. Mir fällt kein Name ein, der mit F1 anfängt, aber. Hätte ja auch sein können. Moin Not Gumbob, was geht ab? Okay, warte mal, wir müssen mal selbst. Ach, ich habe den TS falsch geschrieben, da ist der richtige. Connected. Da müssen wir ja nochmal sagen, ob die Lautstärke passt, weil da ist die Lautstärke. Ist Easy wahrscheinlich anders von der Lautstärke her. Guck mal, Tube Off ist sogar am Start. Ich muss eigentlich Tube Off hier zum Mod machen. Microphone activated. Was geht ab? Ich bin gerade im Nether. So. Echt? Ich auch. Du auch hier. Ryan! Ja, lass treffen. Easy. Ich muss aber eben jemand hier zum YouTube-Bot machen im Chat. Okay. Wie macht man das nochmal? Easy, du bist doch Experte. Was machen die Piglins da? Guck mal. Was machen die da? Pigman, die Zombie-Pigman, guck. Hä? Was? Ach, die wollen den Bären angreifen. Den Bären da, warte, ich spief den. Nein! Oh. Was? Alter, was war das denn? Was hat er gedroppt? Keine Ahnung, Mann, das war ja geil. Fallbeerklaue. Alter, der hat die alle weggehauen, aber die haben ihn instant geone-shottet. Der Arme. Da sind XP. Die brauche ich. Der Arme. Was? Oh, XP. Hey, ich glaube, ich habe schon ultra viele Level bekommen. Ich dachte irgendwie, ich bin mit 10 hier reingestartet, aber keine Ahnung. Oh, das ist Nether-Quarz, so war der Mod. Ich habe noch gar nicht so viel abgebaut. Waren wir schlau genug, Holz mitzunehmen in den Nether? Nö, ne? Ich habe Holz mit. Ah, okay, gut. Es gibt jetzt leitende und Standardmoderatoren auf YouTube. Was ist das denn? Beschwerte Wörter verwalten. Keine Ahnung, wir machen einfach Standard. Tube auf, du bist jetzt Standardmoderator. So. Ach, da unten bist du. Da bin ich. Top. Wie viel Quarz brauchst du eigentlich? Ja, ich habe schon Gas getötet, klar. Ah, du bist krass. Wir können doch mal in so eine Festung gehen und Wither-Skelett-Schädel farmen. Dann können wir in Wither spawnen. Können wir machen. In Elinas Haus.
Top Prank. Da habe ich eigentlich eine Frage zu den Kisten. Ich habe da gar nicht mehr durchgeblickt. Hat Elina ihre Kisten eigentlich wieder? Nee, Ryan, die müsstest du mal aufbauen. Ich glaube, die ist langsam ein bisschen mad. Frage. Also ich habe meine halt schon aufgebaut, aber irgendwie... Ach so. Ja, ich baue es mal auf. Ja, baue es mal auf. Ich dachte, vielleicht gibt es da irgendwas, um das trotzdem aufzubauen. Aber sie hat halt auch nicht gefragt. Sie hat auch nicht gefragt. Deswegen. Sie hat nie irgendwas gesagt. Sie hat einfach, okay, meine Kisten sind jetzt weg. Deswegen, ich habe das voll vergessen. Ich dachte so, ja gut, die wird da schon eine Lösung gefunden haben. Die wird ja nicht seit einer Woche ohne Kisten leben. Doch, tut sie. Oh, ja, das ist blöd. Das tut mir leid. Ja, machen wir irgendwann mal auf. Also ich irgendwann. Irgendwann. Hat ja dieses Jahr, haben wir Zeit jetzt übers Wochenende. Das stimmt. Ja. Mikrofon muted. Talking while muted. Ach du Kacke, was ist das? Also ist deine Mission hier muted. Heute ein Haus zu... Nee, warte, bauen kannst du noch gar nicht, Mikrofon nur zu farben, ACTI, oder? Wartet. Warte, ich habe bei Teamspeak irgendwas Kacke eingestellt. Ich wollte den Sound ausstellen, dass wenn ich mich mute, man nicht hört, dass ich mich mute. Und jetzt hat er mir das gerade vorgelesen. Der hat mir gesagt, Mikrofon muted. Talking while muted. Perfekt. Da, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig. Mal gucken. Ja, jetzt geht's. Lol, ich weiß Ryan. Gar nicht, was es gibt. Ja, nochmal, was hast du gesagt? Freust du dich auf die Gamescom? Habe ich dich schon mal gefragt? Das hast du mich vor einer Woche gefragt. Und echt? Das sind 5 Monaten. Stimmt, das haben wir Aber ich habe jeden gefragt. Ich hatte vergessen, dass ich dich auch gefragt habe. Ja. Ist das jetzt so dein Standard-Smalltalk-Thema, oder? Ich habe Ben gefragt, ja. Freust du dich auf die Gamescom? Freust du dich auf die Gamescom? Freust du dich denn auf die Gamescom? Ja, ich freue mich auf die Gamescom. Die in 5 Monaten ist? Na cool. Ja. Freut ihr euch auf die Gamescom, Leute? Wer geht hier alles auf die Gamescom? Warum ist Easy so laut? Bin ich zu laut? Sorry. Oh, ist zu laut jetzt? Warte, ich schau mal. Ich höre mal an. Easy ein bisschen laut. Ja, ich mach dich leiser. Ich mute dich einfach. Ja, ich war wirklich ein bisschen laut, Ryan. Sag mal jetzt was, Leute. Passt es jetzt? Freut Easy sich auf die Gamescom, hat jemand gefragt. Ja. Freue mich sehr. Hey, jetzt sagst du, du freust dich. Letztes Mal hattest du doch gar keinen Bock. Was? Du meinst, du hast gar keinen Bock, mich wiederzusehen. Und Tops. Ja, gut, Ryan. Ja, okay, das ist ein Punkt. Nee, aber ich hab schon Bock. Aber vielleicht kommst du ja dieses Mal auch in die Red Bull Lounge. Ja, ich glaube nicht. Aber mal schauen. Vielleicht. Flo muss mich mit reinnehmen. Meinst du, das macht er? Weiß ich nicht, vielleicht schon. Aber weißt du, wie ich in die Red Bull Lounge reinkomme? Nee, weiß ich nicht. Wenn jetzt jeder ein Abo da lässt, denn wir wollen die 100k erreichen, Leute. Ja, also, Leute, seid mal so nett, Ryan will nicht ausgeschlossen werden. Ja, ich stehe dann vor der Red Bull Lounge mit den ganzen anderen Leuten und schrei dann irgendwie hoch. Easy! Das wäre halt echt funny, Ryan. Das würde mir auch echt ein bisschen leid tun. Ich mache Gamescom als Zuschauer dieses Jahr. Ja. Tube off, das wäre natürlich nice, wenn du dieses Jahr wieder mit am Start bist. Wäre aber ein gutes Video, oder? Das wäre sicher ein cooles Video. Ja. Ich glaube eigentlich schon. Easy Cheesy Fan. Dann werde ich aber halt vor der Red Bull Lounge auch erkannt. Und dann stehe ich da aber auch so und sag so, nee, ich bin nicht Ryan. Easy, komm runter, easy. ich weiß gar nicht, wie viel Quarz ich brauche, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich brauche super viel, aber wir müssen jetzt nicht jetzt der Quarz farmen. Ich kann das so verteilt immer machen. Okay. Nee, keine Sorge. Also ich muss sagen, ich finde es ja auch ein bisschen hässlich. Warte, aus was für Blöcken wirst du es? Nur aus Quarz? Was brauchst du noch für das Haus denn? Quarz. Und baust du ein Tutorial-Haus oder baust du das selber? Also ich baue das selber Dach aus dem Tutorial. Ah, hast du das Tutorial einmal für mich, dass ich gucken kann, was wir noch brauchen? Ich habe mich noch nicht genau für eins entschieden. Ah, okay. Aber ich guck mal. Warte. Ich hab mir vorhin das unter Favoriten abgespeichert. Ich habe ein paar. Die ich vorgebaut habe natürlich und die jetzt mal eben Bilder. Ja, na, selbstverständlich. Die Tutorials hast du selber erstellt auf YouTube. Das sind deine Tutorials. Genau, auf meinen Zweit- und Dritt-Channeln. Also, warte, hier, das sah gut aus. Da brauchen wir ein paar andere. Mit diese Mücken im Nether. Was ist verkehrt mit denen? Hier, ich schick dir 2 und du kannst mir sagen, was besser ist. Oh ja, das finde ich gut. So, warte, kann ich die überhaupt schreiben? Hier, da, ne? Ja, das habe ich. Das sind so die ersten, die mir ins Auge gefallen sind. Das zweite, was ich dir geschickt habe, sieht cooler aus, glaube ich, weil da habe ich noch so einen Garten mit. Boah, yo! Das wäre krass, ne? Das zweite ist krass.
krass, Mann. Ah, das ist bestimmt super aufwendig. Aber wie groß das ist, Ryan. Ja, nee, das kannst du vergessen. Echt auch, okay. Das passt da nicht hin. Dein Grundstück ist doch klein. Ja, aber ich kann ja nach hinten erweitern. Ich muss eh nach hinten auch rausgehen. Ryan, das ist 100 mal 100 Blöcke groß oder sowas. Was hast du da vor zu bauen? Das ist 100 mal, ja gut, vielleicht dann doch das erste. Vielleicht dann doch das erste, ja. Ja, ich brauche mal ein großes Haus. Ich hätte immer nur kleine Häuser. Aus. Wir brauchen im Grunde, sind das aus Quarz? Das ist aus Beton, Ryan. Wir brauchen gar keinen Quarz. Ja, aber wir machen das aus Quarz. Das ist einfacher. Warum ist es einfacher? Das stimmt überhaupt nicht. Quarz ist viel aufwendiger. Man braucht viel mehr für Quarz. Wieso? Das kann man noch Beton super brauchst schnell du nur farmen Kies hier. Und Sand. Ja, aber da muss man so viel Kies und Sand farmen. Ich dachte, Quarz ist schneller. Ja, aber aus einem Quarzblock. Guck mal, du musst die immer suchen, ne? Und die sind total vereinzelt. Stimmt, das dauert echt ganz und schön lange. Ja, das dauert halt mega lang. Wir können einfach Kies und Sand und dann bauen wir es richtig. Dann müssen wir in die echte Welt. Komm, wir bauen jetzt ein Portal. Ich baue ein Portal. Du kannst aber gleich hinkommen. Aber dann ist mein Thumbnail-Clickbait. Wieso denn? Weil mein Thumbnail ist, wir erkunden den Nether. Aber ja, lass uns in die echte Welt gehen. Okay. Wir gehen in die echte Welt. Wo bist du überhaupt? Ja, bei den Schienen gleich. Gerade bin ich mit Mücken beschäftigt gewesen. Moin Johnson, was geht ab? Mücken erschlagen. Ach, schon wieder eine, ey, bitte. Ich auch gerade. Schlechten Orientierungssinn. Sind auf jeden Fall bei 0 und 500. Sind die Schienen? Okay, warte mal, das hier sieht gut aus, glaube ich. Doch nicht? Hä, was ist das denn? Und auf Höhe 100. Ich bin minus 186, 452. Eigentlich sollte ich ja nicht so weit weg sein. Bist du nicht so weit weg? Warte mal, ich glaube, ich muss in die Richtung. Okay, ich glaube, ich bin... Ja, ich habe die Schienen gefunden. Ich noch nicht. Ja, ich bin halt besser im Orientieren. Dann warte ich hier und lese so lange den Chat. Hallo, ich war einfach weiter weg, weil ich mehr gemacht habe. Moin, No Name. Ja, klar. Und hi, Stiller Skiller. Was geht ab? Oh, moin, Lil Shadow Ghost. Komm mal von Logo. Nice. Ja, stimmt, der war gerade auch noch live, ne? Aber der ist jetzt offline gegangen. Wahrscheinlich hätte er den Stream gerade beendet. Wer ist auf Twitch live? Hat Logo dich geradet? RIP. Wäre ich mal auf Twitch live gegangen. Moin, Alina. Und hi, Raphael CP. Gerade beendet. Okay. Ich finde das nicht. Blaue Schiene. Ja, das ist nur mal so eine Schwebebahn. Das ist richtig krass. Ich habe nur gerade kein Kart. Wo bist du denn gerade? Hä? Moin einfach Lenny und hi Ender. Du musst genau da sein. Ah, ich bin gerade... Ich bin da. Ach, moin. Ich habe leider kein Kart mit. Moini. Das ist kein Problem. So, hilf mir mal, das hier ein bisschen aufzubauen. Ach so. Weil hier muss ich jetzt ein Nether-Portal, ja? Ja, guck mal, easy. Ich habe ja meine OP-Pickaxe. So, oh. Netherite! Ryan hat das Netherite freigegraben! Junge, zwei no sogar! No way! Hast du hier gerade... Wir sind auf Höhe 100 im Nether! Wie kannst du hier Netherite finden? Was? Hä? Das ist komplett unmöglich! Was zur Hölle? Es sind Sachen in Minecraft, let's go! Du hast es hier vorbereitet, oder? Hä? Ja, wie genau, weil ich mit meinem Orientierungssinn genau wusste... Oh mein Gott, ich habe mich fast selber gesplieft. Ja, okay. So. Ach, reicht schon. Oh, ne? Ryan, du bist echt krass, Mann. Ja, ne? Let's go. Ich weiß. Und jetzt kommen wir in die Stadt und spoilern alles. Ich hab Angst. Wir sind jetzt 4000 Blöcke weg von der Moin, Stadt. Moin, Benjo GHG. Yo, Dias! Was? Oh mein Nein, Gott, das ey. Das wäre aber cool jetzt. Das wäre krass gewesen. So, jetzt stell hier mal eine Kiste auf, bitte. Du brauchst Holz? Ja, damit craftet man eine Kiste. Ich muss den ganzen Schrott aus dem Nether loswerden. Kann nichts wegschmeißen. Kann nichts wegschmeißen, es geht nicht. Und ich mache auch Netherquarz rein für dich, bitteschön. Danke. Boah, hast du viel gefarmt. Ich nehme das mal raus direkt. Okay. Und crafte das instant um, weil man braucht ja immer nur 4 Stück für einen Block. Das riecht gut. Mhm. Also vielleicht benutze ich das jetzt auch gar nicht, aber mal schauen. Vermutlich nicht, nein. Doch, also irgendwann... Der Zombie dich gerade geschrumpft? Hä? Hä? Wieso bist du denn jetzt klein auf einmal? Was? Hast du wieder einen Hotkey belegt? Hä? Jetzt bin ich wieder groß. Du trollst mich doch safe. Nie im Leben. So, jetzt bin ich groß. Ja, guck, ich hab's gesehen. Ich hab's genau gesehen jetzt. Ich hab's genau gesehen. Oh Mann, ey. Und okay. Krieg mich doch. Wieso geht denn das jetzt Minecraft-Freunde als Baby. Hä, voll der gute Titel. Was sind wir eigentlich? Sind wir Babys?
Kleiner nee, eigentlich nicht. Mann. Wir sind Zwerge. Nee, nicht mal. Ich weiß nicht, was wir sind. Oh mein Gott, das sind echt Dias! Echt? Ja, no joke. Oh Mann. Aber hier müssen irgendwo Dias sein. Aber egal. Das hat mich erschrocken mit dem Creeper. Wir wollen ja eh nach. Oh Gott. Sind auf Höhe 17. Warum sind wir auf Höhe 17? 34 Stunden lang als Baby spielen. Ja, lass mal einfach hochgraben, oder? Ja. Oder hier durchfliegen einfach. Lass mal hier nach hinten vielleicht. Meinst du, dass wir irgendwo rauskommen? Guck mal, hier vielleicht? Ist Gras. Warte, hier. Hä? Guck mal. Hier ist Sandstein. Hier muss doch eine Wüste. Also hier muss ja Sand drüber sein. Wir brauchen Sand. Das wäre perfekt, ja. Ah, guck mal, hier geht's raus. Hier ist Wasser. Ein Block nur abgebaut. Ja, Ryan, voll die Wüste hier. Voll die Wüste haben wir hier erwischt. Oh, Ja, gut. Ja. Aber da hinten ist echt eine Wüste. Echt? Stimmt. Ja, so ein bisschen. Von mir jetzt. Ah, nee, so eine riesige. Ja, voll gut. Alter. Mega nice. Sogar ein Korallenriff. Oh mein Gott, wir können Korallen farmen. Kiste. Wow. Ich habe einen Sattel gefunden. Und, ganz und da ist auch noch unendlich Kies. Oh mein Gott, Ryan, guck mal. Warum ist hier eine Mücke? Eine Nethermücke? Eine blaue Mücke, was ist das? Ich hau die weg. Blaue Mücke? Ja. Eine blaue Mücke. Achievement. Begegne einer Tarantula-Falke in einer Wüste. Okay, keine Ahnung, was keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich hau hier erstmal alle Monster weg, damit ich einen Morph hab. Also, ich hab hier eine unendliche Kiesquelle, Ryan. Nee. Direkt neben verloren. Der Wüste. Ach doch. Hier bin warte, ich. Das ist Kies? Ja, das ach, ist hier. Kies. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie gesehen in Minecraft, so viel Kies auf einmal. Aber wir haben mega Glück hier gerade. Alter, so gut sollte das immer bei mir laufen, das ist ja krass. Ich habe sogar eine Goldschaufel mit. Mit Haltbarkeit 2. Nice. Also sie geht instant kaputt, aber naja. Okay, erstmal Sachen wegpacken. Hast du keine guten Tools? Nee, ich habe keine krasse Schaufel. Hä? Die Schaufel buggt. Ist die, weil die zu schnell ist? Ja, och nee. Ah, ja, die ist zu schnell, die Schaufel. Oh, och, das ist nein. Nervig. Ja, ja, ich mach's gleich mit meiner Dia-Schaufel dann einfach. Warte, ich weiß, ich könnte vielleicht das hier abnehmen. Die grabenden Krallen. Ja, toll. Und das habe ich das abgenommen, jetzt meine Schaufel kaputt gegangen. Oh Mann, egal, dann mach ich's nochmal. Ich hätte mal ein TNT mitnehmen sollen oder so. Einfach so eine Nuke. Bam. Weg mit ja, das wäre smart. Eine Atombombe hier einfach zünden, jo. Ja, hab leider keine mit. Ich auch nicht. Ja. Einer schreibt, das ist das seltenste Biom. 0,96%ige Chance. Was? No way. Was? Wüste oder dieses Kiesding hier? Weiß ich nicht. Warte, warte, das soll er mir mal schreiben. Ich lese mal im Chat nebenbei. Ja, das ist safe ein Joke. Okay, okay. Junge, warum? Er meint Kies. Kies. Really? Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist echt krass. Wie heftig. Ist das echt ein Biom? Warte, das kann man ja sehen auf Tab. Ja, Stony Shore. Das ist really, das ist was? Ein Biom. Das ist ein Biom. Steinige Küste. Lol. Erst das mit dem Netherite, jetzt das Biom hier. Das ist ja heftig. Junge. Willst du jetzt einfach immer mit dabei sein, wenn ich auf dem Server bin? Du bist anscheinend mein Glücksbringer. Oh. Weißt du noch, als du aber Lone auch schon jetzt, outgesagt hast? Yes. Ja, ich hab schon ein bisschen Kies nice. Gesammelt, muss ich ehrlich sagen. Ja, du hast auch eine super, voll. Du hast eine super krasse Schaufel, ne? Ja, habe ich. Guck mal hier, 6. Der Sack ist schon voll hier. Alter, okay, das ist viel besser als Quarz. Dann ist die Frage, ich könnte dann auch die Villa Lila bauen, theoretisch. Weil das kann ich nicht färben. Ja, das vielleicht könntest die Lila. Du. Ja. Mal gucken. Was braucht man für Lila Farbstoff? Ich glaube Rot und Blau. Ich guck mal nach. Ah, aha. Rot ist halt immer selten. Ja, Rot und Blau. Rot ist doch nicht easy. Selten. Komm drauf an, ich finde nie rote Blumen. Ich habe letztens irgendwann so ein Feld gesehen mit nur roten Blumen. Das war krass, aber das habe ich nicht mitgenommen. Nimm doch einmal so eine Rose und dann machst du Knochenmehl drauf und dann hast du unendlich. Also Rot ist halt stimmt, gar nicht selten. Rosen geht das ja auch, ne? Ja. Ich habe aber, glaube ich, keine Rose. Muss ich mal suchen. Mir hat zum Valentinstag keine eine Rose geschenkt hier, deswegen. Ich schenk dir eine Rose, Ryan. Ich hab eine. Danke. Das ist nett, danke. Freust du dich, wenn dir jemand Blumen schenkt? Das ist das Netteste, was mir je passiert ist. No. Wer von euch kann besser Häuser bauen, fragt jemand. Easy, wer kann besser Häuser bauen? Also ich kann Tutorial-Häuser besser bauen. Ryan, was kannst du bauen? Ich bin voll gut im Bauen. Also ich habe schon so ein riesiges pinkes Haus gebaut und habe schon so ein paar andere Sachen. Im Freunde 1 habe ich so eine lilane Villa gebaut, ganz alleine. Musste ich dir nicht deine Insel bauen, weil du das... Ja.
Nee, in Freunde 1 habe ich auch meine Insel komplett alleine gebaut. Also ach so, ich weiß nicht, ja, was du erst gebaut hast. Das sah extrem hässlich aus. Da muss ich das besser machen. Okay. Jetzt weine ich gleich. Du gebaut. Mhm. Ja, nee, ich kann gar nicht bauen. Ich baue nur Tutorial-Sachen. Ja, ich aber auch meistens. Echt jetzt? Ja, die sehen halt gut aus, die Tutorial-Sachen. Okay. Aber du nimmst wahrscheinlich, du bist wahrscheinlich nicht so dumm und nimmst das erste Tutorial, dass man es direkt findet, ne? Das, was mir gefällt, oder ich? Manchmal baue ich auch selber. Okay. Ich bin super schlecht in selber bauen. Ryan, ich habe eine Frage. Tutorial-Häuser. Ja. Freust du dich eigentlich auf die Gamescom? Oh mein Gott. Ich glaube, das hast du schon mal gefragt. Oh Gott, hier ist eine Schlange. Habe ich schon mal gefragt? Was? Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Nee, das habe ich noch nie gefragt. Eingefragt. Eine Klapperschlange. Bist du auf die Schlange getreten? Eigentlich nicht. Ich habe die nur getötet. Ah. Die hat mich fast angegriffen. Ja, ich freue mich tatsächlich schon auf die Gamescom. Wie sieht's bei dir aus? Ich freue mich auch schon tatsächlich auf die Gamescom. Echt? Wow. Kann sein, dass ich dich nochmal frage. Ach, nicht schlimm. In meinem Alter ist man ein bisschen vergesslich. Wie alt bist du denn? 13. Ich hab's vergessen. Oh Mann. Ja, die dauert noch so lang, Easy. Ich bin gespannt, ob ich ein Creator-Ticket kriege. Mal schauen. Was? Creator-Ticket? Ja, für die normale Creator-Lounge auf der Gamescom. Ja, safe. Mal gucken. Letztes Jahr wurde ich abgelehnt. Oh. Hm. Beinerei! Alle guten Dinge sind... Nee, alle guten Dinge sind 3. 24. Ich nochmal abgelehnt. Ja, genau. In 24 Jahren werde ich angenommen. Let's go. Irrelevant. Ja, oh Mann, ey. Wie viel Keys hast du? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 Stacks. Warte, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stacks Sand. Bin wohl ein bisschen schneller als du. Ja gut, deine Schaufel ist halt auch insane. Was hast du da? Ja, dann hättest du dir auch mal eine Netherite-Schaufel machen können. Guck mal, du hast jetzt Netherite gefunden und hast noch nicht mal eine Netherite-Schaufel. Ich habe sogar schon Netherite. Aber ich habe die ganze Zeit vergessen, meine Tools abzugraden. Und Effizienz ist ja das Problem. Ich habe kein Enchantment. Ich habe halt Enchanter und alles. Ja, ich wollte... Ich hab dir gesagt, du darfst das benutzen. Du bist einfach nur zu faul, Ryan. Gib's doch zu. Ich werde immer getötet, wenn ich 30 Level hab. Ach so. Ja, ich habe jetzt wieder 30 Level. Also wenn das hier alles klappt, dann enchante ich nach dem Stream, weil... Oh mein Gott, nein. Warte, komm, hier ist Wasser, hier ist Wasser, hier ist Wasser. Ach lol, ich guck mal, was ich gerade bekommen habe. Ich habe aus Versehen ein Dingens geöffnet. Das ist ja geil. Bin ich hübsch. Das ist eine Papiertüte. Hey, das ist mein... Oh mein Gott. Damit kann ich bei Leuten einbrechen, ohne dass sie mich erkennen. Oha! Wie smart! Ja. Der eine hat geschrieben, Mr. X ist einfach Fabo. Stell dir mal vor, Fabo kommt so heimlich immer online. Als Mr. X. Geil. Okay, ich muss mal einen Sack aufstellen. Langsam ist hier ein bisschen kritisch. Was ist denn das für ein Sack? Der ist hier anders. Ah ne, der war nur offen. Das ist ein Special Minecraft-Sack. So. Ich dachte schon, du hättest was Cooles, was ich nicht kenne. Habe ich auch. Ja? Kann ich eigentlich hier mit Sand abbauen? Nee. Ich habe diese Axt. Zeig mal her. Sind das diese Äxte, die man leveln kann? Ja. Wie mache ich die? Mit Tetra. Ich weiß aber auch nicht, ich habe die nicht selber hergestellt, das hat das Logo mehr drin. Wie heißt die? So eine, die heißt Battle Axe. Aber im Prinzip brauchst du musst ein Crafting Table machen. Gab's auf Deutsch? Wie heißt die denn? Auf Deutsch? Ja, auch Battle Axe, weil das vom Modpack ist. Ja, aber man findet die nicht. Hey, warte mal. Battle Axe finde ich nicht. Ah, wahrscheinlich findest du die so nicht, weil du die nur im Tetra-Ding ändern kannst. Ich glaube, man findet die dann da gar nicht. Aber du musst die einfach nur, die ist noch nicht, also so eine Battle Axe ist noch nicht special. Du musst so ein Crafting Table aufstellen. Da brauchst du hier so einen Hammer, glaube ich. Warte mal, was war das? Ryan, wollen wir einen Deal machen? Ja. Ich helfe dir heute beim Stream und du besorgst mir so eine coole Axt, die ich leveln kann. Also muss ich heute machen, aber so in den nächsten Tagen, das wäre geil. Ja, können wir machen. Alright, danke dir. Gerne. Da muss ich mich aber selber einlesen. Das Problem ist, da muss man sich... Du kannst einfach Logo fragen. Das stimmt. Der weiß doch alles. Ja, da muss man sich... Das wäre schon smart, sich das anzugucken, weil das Leveln, das funktioniert so, dass irgendwann ist das Level verfügbar und dann musst du die selber nochmal upgraden.
Also okay. Da muss man, die levelt sich dann nicht automatisch so gesehen, sondern du levelst die, dann ist das Level full und dann kannst du die erst upgraden. Ah ja. Das heißt, man muss sich das sowieso irgendwann mal angucken. Aber ich glaube, das ist, also der Anfang ist zumindest nicht so schwer, glaube ich. Wir haben das schon mal im Singleplayer ein bisschen angeschaut. Moin Klaus und hi Lutorg, was geht ab? Und Leute, ich sag's doch mal, lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like, geht da schaffen zu Logo, wir der macht das für 90.750 Abos. Einfach, ist mir wichtig fürs Labor. Genau, ja, ich brauche das fürs Labor. Das ist ganz wichtig. Das ich schenk das nicht safe. Easy. Nein. Ja, aber mit Logo ist ja alles cool. Das, er ist ja nicht Mr. Ja. X oder so jemand, weißt du? Das stimmt, das stimmt. Da kann man das machen. Ryan, ich weiß wirklich Ressourcen? Nicht. Was? Ja. Was wie viele Stacks hast du Sand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann so ein Sack voll. Das sind auch nochmal 9, glaube ich. Ne, da habe ich 17. 17 Stacks. Ja, dann haben wir halt genug, ne? Okay. Warte, ich droppe dir hier noch was. Jo. Ich habe nämlich auch 5 Stacks Sand. Nochmal extra. Was machen wir jetzt? Ja gut, dann müssen wir eigentlich wieder wollen wir die zum Sachen Nether zum... und von da zurück. Ja, dann ist dein Stream schon vorbei, oder was? Nee, dann erkunde ich noch den Nether oder geh ins Labor und level meine Waffe oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Wir können auch die Sachen hier hinstellen zum Portal und dann hier noch ein bisschen anschauen, oder? Ja, lass machen. Cool. Vielleicht nicht mehr viel zu... Aber dann brauche ich wieder eine Kiste rein irgendwo. Party-Einladung. Wahrscheinlich mache ich eine Party. 100k-Party. Hier ist halt auch noch mehr Kies. Was? Alter, das ist krass. Ein Pinguin. Ja. Hä? Tötest du den? Pinguin-Morph. Ja, ich wollte den Morph haben, aber ich hatte ihn schon anscheinend. Ey, okay. Er ist umsonst gestorben. Pinguin, oder tötet er ihn einfach, ey. Junge. Warum leuchtet das hier? Sind das die Gurken? Ja, stell mal eine Kiste hier hin. Dann kannst du, dann mache ich alles rein, das kannst du dann nachher abholen. Wo ist denn das? Warte, wo ist denn das Portal, wo wir hochgekommen sind? Weißt du das noch? Wollen wir das nicht? Ja, das, ach, nee, das ist hier unter Wasser. Unter Wasser, genau. Okay, weil ich muss ein Crafting Table eben machen. Da mache ich eine Doppelkiste. Bitteschön. Schön. Dann packe ich auch meinen ganzen Stuff da rein. Und dann finde ich die Kiste nie wieder. Zack. Ryan, wieso sortierst du das so mies? Hey, ich schiff das einfach rein. Warum soll ich das sortieren? Ich muss es doch eh wieder mit. Also irgendwann. Okay, da hast du recht. Ja, ist ja gut. Das ist ja irgendwann eh wieder einfach in mein Inventar ziehen. Ja, gut. Anscheinend braucht keiner. Das stimmt. Alright. Ich glaube, ich klatsche die Kiste noch voll hier mit allem, was ich noch an Müll gerade habe. Ja, warte, ich habe noch nicht allen Kies drin. Ach so, okay. Nimm mal den Müll da raus, bitte. Habe ich. Da. Ist draußen. Moin, Gibby, was geht ab? Party so. Muss sein. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Alles klar. Party, ich weiß, nice. Ich weiß nicht. Aber eine Frage. Ja? Freust du dich schon auf die Gamescom? Wie habe ich ein Déjà-vu? Hm. Ja, ich glaube, ich freue mich schon darauf. Freust du dich schon auf die Gamescom? Ja, nö. Nee, warum nicht? Weil ich mich auf die Gamescom freue! Das ergibt keinen Sinn, Easy. Okay, wo wollen wir hin? Ich brauche selber was. Vielleicht willst du noch mitkommen. Ja klar, was brauchst du? Achso, warum bist du so klein? Hast du dich nicht groß? Hä? Was? Schon. Lol. Du hast nicht gecheckt, hä? Ich dachte, ich wäre noch gemorpht gewesen und dachte, hä, ach warum so. Ach so! Okay, okay, okay. Ich brauche nämlich vom Korallenriff bunte Korallen für die Stadt. Okay. Hast du eine Behutsamkeitstool? Nö. Nö, dann kannst du einfach mit dumm rumstehen. Passt. Perfekt. Kannst du gut. Nice. Ich stehe drum rum und lese den Chat und guck dir zu, wie du sagst. Ja, wunderbar. Oh, genau. Super. So machen wir das. Ja, Mann. Ach, hier ist das direkt schon. Das ist ja perfekt. Ja. Ich will Schwämme haben. Ich baue Schwämme ab. Gibt's hier Schwämme? Ja, das hier sind doch Schwämme, oder? Oh. Nee, das sind... Ah, oh, nee. Oh, Korallenblöcke. Oh. Schade. Das sind gelbe Korallenblöcke, Ryan. So aus wie Schwämme. Wie craft, kann man Schwämme craften? Schwämme gibt's doch aber im. Nee, die gibt's aber im Ozeantempel, in so einem Ozeanmonument. Ah, okay. Da müssten wir hin, wenn wir welche wollen. Ja, nee, ist, eigentlich sind mir Schwämme egal, aber wenn ihr welche seht, hätte ich die mitgenommen. Ah. Wieso nicht? Die sind schon praktisch manchmal.
Ja. Ja. Oh, hier ist eine sehr wichtige Frage im Chat, Easy. Ja. Lieblingsschokolade. Boah, Lindt Hello Vegan Salted Karamell. Boah, das ging schnell, nicht schlecht. Karamell ist nice. Kann ich empfehlen. Aber ich mag auch die andere, die Almond, irgendwie mit Mandel. Auch von Lindt Hello. Lindt ist schon deine? Nice, ne? Aber bei mir ist immer, ich sag immer Milka Oreo. Milka Oreo. Oh Gott, die sind so krass süß, oder? Ja, das ist doch geil. Es gibt zwei. Es gibt welche, da sind so Keksstücke. Also nee, wie beschreibe ich das? Doch, da sind so runde Kekse irgendwie gefühlt mit drin und außenrum Schokolade. Mhm. Aber ich finde die anderen besser. Ja, es ist einfach Schokolade und da drin dann so zerbröselt irgendwie so Oreo. Das ist sehr nice. Eine Empfehlung. Klingt gut. Ja. Hashtag Werbung, schön wär's. Ich brauche meine eigene Schokolade. Wo habe ich Flaschen her? Ich war letztes Wochenende im Krankenhaus. Ich habe. Was ist das da hinten? Mich dreht's also wirklich. Das ist ein riesen Netherportal. Hä? Vorne, hast du gesehen? Was? Nee. Wo? In die Richtung, meine Renderdistanz ist wahrscheinlich niedriger als deine. Ah ja, Ryan, ich habe übrigens noch 3 Stacks Sand in meinem Inventar gefunden. Kann ich die nochmal droppen? Ah, perfekt. Hä, warte, was? Hier. Yeah. Hä, was finden wir hier heute? Goldblöcke. Das ist riesig, ne? Ja. Da ist eine Kiste. Und, was Cooles drin? Ja, ein Obsidian-Belt, wenn du willst. Ja klar, wieso nicht? Voll gut fürs Nether. Ja, das stimmt. Ja, das ist krass. Ich habe mir keinen Screenshot gemacht, ich muss noch mal zur Kiste. Wo war die Kiste? Ganz ruhig, Ryan. Ja, natürlich. Nee. Ich dachte, wir die verlieren. Ich sehe nicht, dass wir die verlieren. Ryan! Ich habe einen Orientierungssinn. Okay. Ist bei 4000, also 0 und 4000. Okay, ich mache mal schnell einen Screenshot. Bam. Okay. So. Wir waren so ungefähr 10 Blöcke davon entfernt und du drehst hier komplett durch, als wenn wir das verloren hätten. Herzinfarkt. Mein Orientierungssinn ist nicht so gut. Ich dachte, ich sehe das nie wieder jetzt. Ist das süß? Oh mein Gott. Gibt es hier noch was Cooles irgendwie? Brauche ich Kakteen? Ich fahre mal Kakteen in der Zeit. Okay. Das ist eine gute Idee, weil Flo hat ungefähr 5 Millionen Stacks Kakteen in seiner Base, die man sich einfach nehmen kann. Aber fahr ruhig. Ja, ich muss ja irgendwas machen. Ich komme sonst unproduktiv vor. Und ich kann ja nicht Flo seine Kakteen klauen. Hey, natürlich kannst du das. Mach das doch einfach. Ich klaue das auch immer. Der ist schon durchgedreht, als ich ihm Weizen, also ist das ja nicht mehr geklaut, als ich sein Weizenfeld benutzt habe. Ah. Da kann ich doch keinen. Wollte er dich da auch ins SCP-Labor stecken? Da war der schon mit mir drin, ich war Praktikant. Ach so. Mhm. Wollte er gleich einsperren. Oh. Das ist nicht gut. SCP. Ah, das ist ja auch gut, oder? Das heißt auch, du bist gefährlich. Ja. Hast du meine Full Netherite-Rüstung gesehen? Das stimmt. Die ist heftig. Also ich muss sagen, Ryan, ich glaube, ich habe genug Korallen so ziemlich. Ich brauche jetzt noch ein paar einzelne. Ich bin gleich fertig. Okay. Hier ist ein Dingensbiom. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Lass mich überlegen. Mit so diesen bunten Blöcken und so ein Betonbiom oder sowas. Warte, was ist das? Diese Wüste quasi. Diese, ich weiß. Keramikwüste, genau. Hm. Ja. So nennt sich das. Das ist doch nice. Ich habe hier ein Buch gefunden, aber ich weiß nicht, was das ist. Secured. Keramik? Verzaubertes Buch, Secured. Ja, Keramik kannst du abbauen. Ja, das ist Müll, glaube ich. Müll? Keramik kannst du abbauen, weil die kann man immer gut gebrauchen. Kannst ja noch färben und alles. Das stimmt. Ja, baue ich ab. Das könntest du vielleicht sogar brauchen, ja. Ja, ich glaube auch. Kann man gut für die Villa benutzen, eigentlich. Eine Badlands-Wüste, das ist es. Ah ja. Das wird erst in 30 Folgen wiedergefunden, weil der Sand auf das Lab... Achso, für das Boah, hier sind so Hammerhaie. Hast du die schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Muss ich gleich mal suchen. Und bei mir. Easy, als ob ich dich wiederfinde. Spaß. Vermutlich nicht. Doch, ich bin nur gerade rausgeflogen, glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Wo bist du denn? Bist du noch da, wo wir gerade waren? Bei diesem Netherportal, ja. Achso, das war da. Ich sehe dich. Bist du. Guck mal, hier unten, hier sind die Haie und so ein Lobster, glaube ich. Guck mal hier. Oh, sind die stark, die Haie? Dinges Logo hatte sowas mal, so ein Tier, ne? Die sind nicht böse. Oh, ein Delfin! Oh. Klatsch ihn weg. Was? Ryan!
Ihr gebt uns hier Effekte und alles. Ja, aber dann kannst du ein Delfin sein. Okay, ich töte ihn. Okay, so was mache ich Keramik. Nicht. Okay. Keramik. Mesa-Wüste, heißt es so? Was macht ihr gerade? Ahnung. Wir farmen aber ich frage gerade Keramik, ja? Frage mich, ob die Leute schon Like auf dem Livestream gelassen haben. Und ein Abo, ganz wichtig. wir farmen gerade Keramik, beziehungsweise vorher haben wir im Nether Quarz gefarmt. Da haben wir festgestellt, dass wir doch keinen Quarz brauchen. Dann haben wir Kies und Sand gefarmt für Betonblöcke. Und jetzt hat Easy Korallen gefarmt und ich farm noch ein bisschen Keramik. Für mein neues Haus. Das wird cool. Ach so, ich habe dir da auch eine Nachricht hinterlassen. Nur, dass du es weißt. Kannst du heute noch nicht lesen, aber vor deinem Haus steht eine Nachricht. Eine kleine Aufforderung, eine kleine nett gemeinte Aufforderung, dass du ein Haus bauen sollst. Weil das Verschönerungskomitee findet nämlich die Stadt hässlich, wenn da kein Haus steht. Und, aber, ja. Ich kann doch nichts dafür, das musst du verstehen. Du musst mir mehr Zeit lassen. Ich baue noch ein Haus. Du hast bis zum 20.03. Zeit, dein Haus komplett zu vollenden. Ansonsten. Das ist ein Witz, das schaffe ich nicht. Was stand da? Was stand da nochmal? Was habe ich denn da hingeschrieben? Ach so, ansonsten Permaban. Das ist in 4 Tagen. In 4 Tagen, Ryan, ja. Deswegen helfe ich dir heute auch. Wie soll ich denn ein Haus bauen in 4 Tagen? Reicht das, wenn ich das Haus starte? Nein, das muss fertig sein. Mhm, okay. Aber ja, zumindest die Außenfassade. Bannen. Natürlich kann ich dich permabannen. Nee, du hast keine Rechte hier auf dem Server. Mir doch egal, dann hole ich mir halt Rechte. Dann hack ich das einfach. Junge! Ach so. Du baust ein Haus, Ryan! Nächstes Video. Ich hacke den Minecraft-Freunde-Server, um Ryan zu bannen. Ja, das könnte passieren. Aber du bist nicht cool. Der Einzige, der eine Aufforderung bekommen hat. Ebro hat auch ihr Baumhaus noch nicht fertig. Das sieht nämlich auch überhässlich aus. Und wenn sie das nicht baut, dann, was habe ich ihr nochmal gedroht? Ach, dass ich's abfackel. Perfekt, richtig nett. Ich dachte, ein Verschönerungskomitee wäre was Gutes, aber und anscheinend Logos nicht. Haus, Logos Haus, wenn der das nicht baut, dann kriegt er eine Atombombe. okay. Ja, ja. Weiß ich nicht. Hier muss mal durchgegriffen werden auf dem Server, hallo? Easy, könnt ihr nicht alle machen, was ihr wollt. Ich bin das Verschönerungskomitee, nicht das Ordnungsamt. Hauptsache, wir können nicht alle machen, was wir wollen. Mein Haus wird weggesprengt, Easy. Das wird weggesprengt. Dann hast du es wohl verdient. Wie? Warte mal. Okay, von Mr. X. Nee, du hast recht. Das hast du nicht verdient. Ich wollte schon sagen hier. Ich dachte, wir wären im Hexenzirkel. Ich dachte, wir wären Hexenschwestern. Da, wir sind Hexen. So. Hexengebrüder. Dann zauber dir doch einfach mal ein Haus. Ach so, okay, du hast recht. Entfernte Hexenverwandte. Ja, das kommt noch, das Haus. Du musst mir mehr Zeit geben, bitte. Kann ich eine Verlängerung beantragen? Musst einen Antrag stellen. Okay, mache ich. Jedenfalls wird er genehmigt, vielleicht auch nicht. Müssen wir gucken. Ich hoffe. Mal schauen. Ja. Da kommt ja was hin. Das ist doch schon mal gut. Aber wie schnell kommt da was hin, ist die Frage. Ja, nicht in 4 Tagen. Ja. Kann ich nicht eine Woche wenigstens haben? Was ist denn das für ein Limit? 4 Tage. Ich weiß wirklich nicht, was dein Problem ist, Ryan. Du hattest hier jetzt aber auch schon eine Woche, ne? Seit es weggesprungen ist. Ich hätte das nicht mal mehr gelesen heute. Du hattest eine Woche Zeit. Ja. Kann ich ja nichts dafür, ne? Du bist nicht nett. Findest du mich nicht nett? Muss ich gleich weinen. Ja, mir egal, ob ich nett gefunden werde, ich möchte, dass die Stadt schön ist. Also, Easy als Person so, dich mag ich, aber Easy als Verschönerungsbeauftragte. Beauftragte mag ich nicht. Leiterin, Verschönerungskomitee, Leiterin, ja, okay. Das mag ich nicht. LXTINX, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Vielen Dank für die Donation. Ehre. Vielen Dank. Und morgen, Geographer. Wie das Finanzamt. Das mag ich auch nicht. Oh, ein Oktopus! Oh, ist der süß. Oh mein Gott, den muss ich fangen. Hast du eine Glasflasche? Ja, oh mein Gott, ist der cool! Ist der cool! Oh mein Gott, ist der okay, cool! Warte, ich such dich. Ich hab eine Glasflasche. Oh mein Gott, ist der cool! Okay, beruhig dich! Oh mein Gott, ist der cool! Wo treffen wir uns? Wo bist du denn? Bei dem Portal bin ich halt noch. Immer noch? Okay, ja, ich komm dahin. Bin hingeflogen, weil ich hab von dir Glasflaschen. Weil der Oktopus, der verändert sein. Oh, das kann sein. Der verändert seine Farbe und alles. Der sieht so cool aus. Irgendwie ist auch kein Alert bekommen für den Superchat. Ich weiß gar nicht, warum. Oh, den können wir ins Aquarium von Ben machen. Achso, weil das immer so verzögert ist.
Ja, können wir machen. Warte, ich... Oh Gott, hab leider noch verlaufen? Kein Aquarium. Warte mal, hab ich mich jetzt verlaufen? Hier ist ein Schiff, aber... Rächst du dich an Mr. X, schreibt jemand. Ja, da gibt's auch schon einen Plan für. Morgen kommt es ja sogar, Sonntag. Oder? Stimmt, ja, 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 morgen ja. kommt das. Mhm. Easy und ich haben uns da was einfallen lassen. Ja, das, Was ist? Der X war da vielleicht ein bisschen sauer auf uns, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh, Ja. Das ist nicht gut. Dann prankt er uns wieder zurück. Und dann vielleicht ein bisschen Ärger ihn, bekommen, und dann prankt ja. prankt uns wieder zurück. Echt jetzt? Oh ja. Oh. Easy, ich finde den ja, total geil. Ja, das war mir irgendwie klar. Meine Koordinaten sind minus 267 und 3855. Oh, da bin ich ganz weit weg. Okay, warte. Nein, einfach in die falsche Richtung geschwommen. Geflogen. Ist das eine Nee. Was ist das denn? Ach, ein Oktopus, glaube ich. Ich habe mir auch ja. einen, glaube ich. Oh, hast du auch einen? Dann bring ihn mit. Bring der ihn war, mit. Okay, warte. Der war, schwarz-weiß. Oh, dann haben wir zwei gepunktet. Oktoponen. Sagt man Oktopon? Was ist die Mehrzahl von Oktopus? Oktopus. Pusse. Mehrzahl. Hey, kann man die einfach. Nee, ich muss den schrumpfen, ne? Oktopoden! Ich hab nichts zum Schrumpfen, Easy. Hä, hey, wieso? Ja, du musst einfach nur sneaken und ihn rechts klicken, Ryan. Du kannst ihn doch tragen. Ach so, ja, das hatte ich jetzt auch vor. Aber ich habe gerade versucht, hier eine Flasche zu packen. Das ging nicht. Ja, das geht natürlich nicht, weil er nicht geschrumpft ist. Hier sind drei! Warte, wo bist du? 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 Minus 539, 3555. Aber die schwimmen ja gerade weg hier so. Okay, 500 irgendwas und 3000 was? 3000 was? 500. 3500 minus 550. Ach, ich kann hier nicht hoch. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Okay. Das, wir schaffen das, Ryan, wir schaffen das! Wir werden sie fangen! Das ist der Hallo, eine. Oktopoden! Einen hebe ich jetzt schon mal hoch. Ja, ich habe kein Cash mehr. Warte, jetzt kam die Menschen. Nochmal vielen Dank. Okay, wir lassen dir Wasser frei. Du musst sie, ich schrumpf sie und du musst sie einfangen. Okay, 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 warte. Du bist einfach so ein Typ, der mich abwirft. Siehst du mich? Ryan, ich bin neben dir. Ah, da. Du hast ihn auch getragen, okay. Hast du mich gefunden? Ja. Ich muss den einen schon mal absetzen. Oh, du hast dich gemutet. Ich war gemutet. Ja. Okay, okay, okay. Dann, let's go. Schrumpfen. Ja. Ah, das muss ich ja machen. Ich muss schrumpfen. Okay. Ja, jetzt muss ich kurz hoch. Schrumpf, einfangen. Oh Gott. Es ist ein Baby-Oktopus geworden. Alter, der ist viel zu schnell. Nein, hab ich ihn? Warte, das ist direkt aus meinem Inventar raus. Ich hab ihn. Okay. Okay, der zweite, wo ist der zweite? Jetzt erstmal dieses Spiel töten, das uns abwirft, ey. Das hier. Yep. Okay. Die Jumpscares, aber das ist nicht mehr so laut, oder? Ich hab den Sound leiser gestellt. Extra leiser gestellt. Hausduken. Und drop mir nochmal die Hälfte deiner Flaschen. Jo. Bisschen. Dankeschön. So. Okay, die anderen müssen ja irgendwo sein. Hier waren so viele. Ich hab einen. Hier ist einer. Ah, da bist du. Warte, wo ist er? Ach, da. Du hast ihn schon geschrumpft. Sehr schnell. Boah. Ja, ah, hab ihn. Sehr schön. Okay, noch ein oder? War es das? Eigentlich müsst ihr noch also zwei waren hier halt noch. Ist die Frage, wo sind die hingeschwommen, ne? Wir können uns ja mal aufteilen und hier so ein bisschen suchen. Bestimmt finden wir noch einen. Oder auch nicht. Hey, waren so viele. Ich hab einen Dreizack bekommen. Als ob. Oh, ja. Hä? Hier war ein Bug. Wo bist du? Nee, hier, das Wasser war verbuggt gerade. Keine Ahnung, was das war. Alex Cave, ja, so einfach finden wir jetzt keine. Was ist mit dem mit ihm? Logo hat von einem gefarmt, Leute, und ich krieg da natürlich Zufall ein. Alles klar bei dir? Achso, du bist gemutet. Ja, alles entspannt, hab grad Check gelesen. Logo hat anscheinend vorhin in seinem Stream eine Stunde lang gefarmt, um Dreizack zu kriegen, und du findest, du kriegst einfach zufällig einen. No way! Oh Mann. Herr, really?
Das Ding ist, es geht mir immer so. Ich habe bei allem immer richtig viel Glück. Ja, auch mit dem T-Rex. Ich habe 2 T-Rexe innerhalb einer Minute gefunden. Was? Wir haben so lange gesucht dafür. Ich weiß. Wieso passiert mir das immer? Ja. Ich mache nichts mehr alleine jetzt. Wenn ich schwierige Aufgaben habe, frage ich immer dich. Hier ist ein Oktopus. 2 sogar. Ich sehe ihn. 2 sogar. Zwei. Was war die Mehrzahl? Oktopoden? Oktopoden. 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 Das klingt erfunden. Das stand aber bei Google. Muss also wahr sein. Wo ist der zweite? Okay. Hier vorne war der. Hier unten, hier unten. Ah, da. Da, der hat sich kurz versteckt. Ey. Komm her, du kleiner Frechdachs. Warum nicht so? Ja, langsam? Hab ihn. Super. So, damit habe ich jetzt 5 Oktopoden. Ja, haben wir. Wollen wir zurück zum Portal? Ich würde noch einmal hier so ein paar, wobei ich kann mir das Biom einfach merken. Ich mache mir einen Screenshot von dem Biom, falls ihr nochmal. Du kannst auch machen, was du willst, Ryan. Wir können auch hier bleiben. Nee, wir gehen zurück zum Portal. Ein Dschungeltempel! Was? Mann, hab ich ein Glück! Wo bist du? Wo ist denn hier ein Dschungel, bitte? Hier bin ich, guck mal hier. Ah, hier ist ein Dschungel. Ey, wir könnten so einen richtig coolen, weißt du, es gibt so richtig heftige Dschungeltempel. Okay, weißt du, diese krassen. Ja, nee, das ist hier nicht, aber diese von Alex Dings Caves. Ah. Das wäre halt cool, Mann. Warte, worauf muss man hier nochmal aufpassen? Auf die Traps. Ein Dia! Antiker Pfeil, den klaue ich mir. Lass hier alles drin. Echt? Und geh in den Geheimraum und loote da alles. Oha! Oh mein Gott, Ryan, Schmiedevorlage, guck mal. Oh, warte. Nochmal Secured, was auch immer das ist. Hm. Keine Ahnung, was Secured ist. So. Ach, mein Inventar ist viel zu voll. Guck mal hier. Ach so, in der Kiste, da, im Geheimraum. Wo ist denn der Geheimraum? Ist der hier? Ja. Ah, ich kenne mich nicht aus mit den Tempeln. Da ist eine Schmiedevorlage, die kannst du holen. Nice, danke. Bitteschön. Knochen nehmen wir auch. Waren 2 drin, ich habe auch eine. Weißt du, wie man die benutzt? Ich habe da voll viele von, aber ich habe mich bis jetzt nicht damit. Nö, keine Ahnung. Top. Nice Schmiedevorlage. Wenn wir so einen krassen Tempel finden würden, das wäre so cool. Aber die sind so selten. Ja. Aber wenn jemand den findet, dann du. Ich wollte gerade so tun, weißt du? Hab einen gefunden! Oh, hier ist einer. Krass. Ey, das wäre so geil. So, ich habe ein Ozeanmonument gefunden, wo wir Schwämme kriegen können. Das ist ein Witz. Doch, hier ist direkt eins. Ich weiß nicht, wo du hin bist, als ob du... Logo hat wegen einem Potwai 25 Level. Deswegen ist Logo den ganzen Morgen gestorben. Ich war auch auf den Server geguckt und Logo ist irgendwie 30 Mal gestorben oder so. Was hat er gemacht mit dem Potwai? Ich bin beim Tempel gerade. Wo bist du? Ich hab keine Ahnung, wo der Tempel ist. Ich bin der Dschungeltempel! Ach so. Da, wo wir gerade waren. Ich hol dich ab, da bin ich sofort wieder. Da bin ich sofort. Bin da. Ah, perfekt. Hier lang? Bin oben drüber. Ich hab dich noch nicht gesehen. Ich bin blind. Direkt über dir. Ja. Aber ich weiß nicht, wollen wir Schwämme holen? Weil wir bräuchten Milch und so. Nee, ich glaube nicht, oder? Aber wir können es ja mal merken, wo der ist. Ja, okay. Da ist er. Top. Gut, wollen wir zurück? Jetzt, ja. Ich folge dir, du kennst den Weg. Ich glaube, da hinten irgendwo. Oder auch nicht. Du fliegst in die ganz andere Richtung, als ich dachte. Bist du nicht nach rechts? Hä? Wir kommen doch nicht von hier. Wir waren bei 0 und minus 0 und 4000. Nee, schon gut. Hab nichts gesagt. Also schau mal, mit Schmiedevorlagen kann man dupen mit dem Block, aus der die gemacht ist, der Vorlage und 7 Dias. Was? Oh, ich hab dich verloren. Hä? Egal, ich weiß ja, welche Richtung, glaube ich. Ich habe in den Chat geguckt und da habe ich nur gerade rausgeflogen. Auf einmal warst du weg. Ach so, okay. Wo müssten wir hin? 0 und 4000. Okay, dann fliege ich hier ein bisschen falsch, weil ich muss hier hin. Die Vorlagen verschönern die Rüstung. Man kann zum Beispiel lila Verzierung auf die Rüstung machen. Ah, mit Amethysten. Das klingt geil. Ui, das ist cool. Weil ich die Rüstung eigentlich immer aus habe, aber trotzdem. Müsste man machen. 7 Dias, ja, das ist viel. Da lang. Wir waren echt bei 0 und 4000. Mhm. Krass. Bin schon da.
Ich bin auch fast da. War ein Joke, ich bin noch nicht da. Was? Wie bist du denn schon fast da, hä? Nee, bin ich nicht. Mir fehlen noch 1000 Blöcke. Okay. Das ist ja fast da. Also ich bin jetzt tatsächlich da. Okay. Eil dich, Ryan. Ich hab nicht ewig Zeit. Okay, irgendwann nach Hause. Du kannst auch jederzeit gehen. Mach ich auch gleich. Ich wollte noch essen. Ich hab mir Pfannkuchen gemacht heute. Oh, das ist nice. Ich liebe Pfannkuchen, Mann. Magst du auch Pfannkuchen? Pfannkuchen sind ja geil, oder? Oh, ich hatte länger jeder liebt Pfannkuchen. Die sind richtig gut. Die sind aufwendig. Also, muss man halt braten, ja, ne? Ja. Ich habe hier irgendwas gefunden. Chat, was ist das? Seltsame Suppe ist hier drin. Und ein Buch mit Federfall. Was ist das? Warte, ist es einer von diesen Tempeln? Vielleicht? Kann sein. Ich weiß es nicht. Grab dich mal runter. Grab dich mal runter, ob da was ist. Hier ist ein Spawner auch. Yo, das ist so ein Tempel. No. Also glaube ich, weil hier ist ein Spawner mit diesen Skeletten. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Skeletten. Das kann nicht sein. Bei welchen Koordinaten aber nichts. Bei welchen Koordinaten bist du? 275, 3300. Aber ich weiß nicht, ob das so ein Tempel ist. Hier unten finde ich gerade nichts. Boah, diese Blöcke sind ja nervig. Hey, das wäre wär voll cool. Ja, Pfannkuchen am besten. Mit was isst du die gerne? Nutella. Echt? Oh, geil. Ja, das ist richtig lecker. Hab ich voll vergessen. Ich mache mir auch Nutella. Oh, wie kann das Kamel schrumpfen und mitnehmen? Das wollte ich eh mal machen. Ich wollte es gerade töten. Wo ist das? Nein, bitte nicht töten, Ryan. Nee, ich wo ist es? Oh, da. Oder so mit Zucker habe ich früher auch gemacht manchmal. Mit Puderzucker? Nee, mit normalem Zucker einfach als Kind. Aber... Oder so Ahornsirup, ist doch ganz geil. Das hab ich früher eine Zeit gemacht, so Protein-Pancakes immer. Nee. Hast dich runtergegraben, da ist nix? Nee, da war nix. Aber vielleicht irgendwo anders. Also vielleicht habe ich mich an der falschen Stelle runtergegraben, ich weiß es nicht. Ich meine, man kann ja hier nochmal... Ich gehe hier nochmal abuse gerade, ich mache gerade einen kleinen Bug-Abuse. Man kann sich nämlich schrumpfen. Du so bist. Und dann kann man durch Wände gucken, ja. Was? Nee, hier ist nichts runter. Schade. Was sind das für Blöcke überhaupt? Mal gucken. In alle Richtungen. Schlammziegel. Kannst schrumpfen. Ey, auch Monster. Ja, schrumpfen. Manchmal verbuggt, wenn man Glück hat. So 50-50. Und dann kann man hochfliegen und durch die Wände gucken. Aber nur als LA oder sowas. Also nicht als alle Mobs. Nur wenn du wirklich klein bist. Ah. Und du musst hoch in die Decke fliegen dann. Dann geht das. Achso, weil du das zugebaut hast. Ich hab's zugebaut, sorry. So sicher sein. Ah, ich komme hier gerade nicht zwischen. Ja, ah, lol. Yes! Lol, das ist ja krass. Das ist OP. So kann man auch die Geheimgänge von den anderen finden und so. Nicht, dass ich das jemals getan hätte. Moin, Rashid, cool, was geht ab? Nee, das ist hier, das ist hier nichts. Das war wohl nichts, schade. Schade. Und haben ein paar Sachen gefahren beim Nether. Jetzt gehen wir zurück in den Nether und machen uns auf den Heimweg. Ich sehe kein Kamel. Kein Kamel mehr. Naja, dann habe ich nur eins. Das reicht ja auch. Okay. Und zurück? Nach Hause. Ja. Wer letzter am Portal ist, ist ein Loser. Hey, easy. Ja. Freust du eigentlich schon auf die Gamescom? Und um darüber nachzudenken, solltest du am besten stehen bleiben. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da musst du kurz stehen bleiben und. Musst du dir, glaube ich, was Besseres überlegen, Ryan. Okay. Schade. Das zieht bei mir nicht! Hier ist noch ein Kamel! Was? Ist da noch ein Kamel? Ich muss umdrehen. Ich bin doch nicht doof! Ich krieg das denn nicht schafft das? Wo war das Loch? Wo war das Loch? Oder. Warte, da ist keine Ahnung. Da ist das Loch, da ist das Loch. Du musst dich vielleicht eh wieder abholen, weil ich. Ich will kein Loser sein. Ach, hier ist es. Mit meinem Portal! Ja! Oh, Mann. Ich wusste schon vorher, dass ich ein Loser bin. Ah, da hinten. Top. Ja, Ryan. Ich werde das so irgendwie. Ich muss mir das alles merken, wo was ist. Du musst dir gar nichts merken. Du musst doch theoretisch nur den Weg langfahren im Nether, der da ist, hierher kommen, die Sachen holen und fertig. Wollen wir deine Kiste sonst runtertragen, schnell?
Stimmt, kann man eigentlich machen, wieso nicht? Die kann man direkt schon mitnehmen. Die Höhle hier ist auch voll cool. Ich finde generell irgendwie die Höhlen auf dem Server so ultra nice. Ich habe mich anfangs so oft ablenken lassen, weil dann da auf einmal so eine riesige Höhle ist, wo man halt Stuff bekommen kann. Hm. So. Und runter. Einer meinte, ich soll dich einfach killen bei dem Weg zum Portal. Kill sie einfach. Ja, viel Spaß, Junge. Sie hat zwar full genau. Netherite, aber egal. Kill sie einfach. Du killst dich halt mit 2 Hits oder so. Hm. Okay. Alright. Aber ich kann eigentlich auch schon eine direkt mitnehmen, oder? Theoretisch kannst du schon eine mitnehmen, ja. Nice. Kann auch eine mitnehmen. Das ist super. Dann muss ich noch einmal dann gehen. Auf. Let's go. Wir können auch mit den Kisten im Minecart fahren. Das funktioniert. Das ist nice. Warte, die Minecarts sind noch da. Oh. Hatten ja, wir noch ich welche? Ja, die sind da. Die der Leikan-Schuh, der ist hier hinter mir. Man sieht den halt nie. Da. Erkennt man ihn? Ich sitze halt immer davor, ist das Dumme. Mein neues Zimmer ist halt so ein bisschen. Also das, so, bitte sehr, hier ist das Zimmer so ein bisschen kleiner. Dankeschön. Und dann sieht man nicht so viel im Hintergrund. Dann nimmst du die Kiste in die Hand und einfach rechtsklicken auf das Kart und dann geht's los. Und vorher vielleicht ein LA werden. Ja. Ich lasse dich mal vorfahren. So. Ja. Zack, zack. Auf in die Schwebebahn. Nein! Alles gut? Nein, deine Kiste ist jetzt nicht ohne dich losgefahren. Nein. Doch, ich bin aus Sinn dagegen gesprungen. Warte. Nein! Zack. Ich bin drin. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Der Schrank ist auch bei Fabo. Hat der auch so ein Regal oder was? Kann sein, muss ich mal gucken. Ey, was ist heute eigentlich für ein Tag? Samstag. Samstag, okay. Was ist morgen für ein Tag? So, hä, ich fahre rückwärts. Warum fahre ich rückwärts? Hä? Fährst du rückwärts, Ryan? Ich glaube, ich... Bin ich gerade dumm? Warte mal. Ich glaube, ich lande jetzt da, wo wir gerade waren wieder. Ich bin komplett verwirrt. Auf einmal ist er rückwärts gefahren, glaube ich. Hast du einen Block auf dem Weg geplaced? Der ist auf einmal stehen geblieben und dann ist das in die andere Richtung gefahren. Oh mein Gott. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ich bin wieder... Ich sehe gerade gar nichts. Läuft bei dir. Steig mal aus. Achso, weil das Kart nicht mehr... Oh mein Gott. Lass liegen. So. Gut, ich bin wieder beim Portal. Schön, ja. So, ich versuch's nochmal. Beim alten Portal oder beim neuen? Ja, beim alten. Also beim dem, was wir gerade gebaut haben, wo wir gerade herkamen. Aber, ja, gut. Naja. Moin, Starfly. Das wird Schokofreunde ist eine lange Geschichte. Ich bin schon zu Hause in meiner Base. Lange Story. Bring meinen Dreizack hierher. Ja, klar. Okay, ich guck mal, ob ich jetzt gerade ausfahren kann. Ansonsten steige ich hier aus. Du musst W drücken, aber habe ich. Jetzt habe ich gerade nichts mehr gedrückt. Jetzt funktioniert es auf einmal. Ja, jetzt geht's. Komisch. Alter, das Kart hat voll den Jump gemacht. Zack, zack. Okay. Bist du da? Ja, beim Portal, aber ich kann ja eh nicht zu meinem Haus, weil ich will nicht spoilern. Ja, das stimmt leider. Deswegen würde ich sagen, höre ich jetzt hier im Nether auf. Und ich verabschiede mich mal schon mal vom Teamspeak. Wir hören uns ja eh gleich noch. Alles klar. Und vielen Dank für deine Hilfe. Der war gerne dabei. Ich wollte noch Tschüss sagen. Wo bist du? Bist du im Nether? Ach da. Ja. Okay, tschüss. Mach's gut. Tschüss. Bye, bye. Bis ciao, ciao. So, Leute, weil ich kann ja nicht in die Stadt rein, weil da würden wir ein bisschen was spoilern. Deswegen muss ich jetzt hier gleich beenden und dann nach dem Stream die Sachen noch in die Stadt bringen. Aber das ist gar kein Problem. Niemand will etwas spoilern. Ja, das Problem ist, dass jetzt gerade, da schreibt Easy nochmal ciao, auf Wiedersehen, dass jetzt gerade ein bisschen was vorproduziert wurde fürs Wochenende, weil ein paar Leute unterwegs sind und dadurch ist halt in der Stadt, gibt es richtig viele neue Sachen und ich kann nichts machen. Also ich kann nicht mal auf meinem Grundstück stehen, egal in welche Richtung ich gucke, ich würde was spoilern. Deswegen sind wir jetzt nicht in der Stadt live. Gib mir nochmal ins Labor. Logo hat was an den Ritterstatuen gemacht. Stimmt, das hat er im Stream gemacht, da darf ich das theoretisch mal angucken, oder? Okay, dann gucken wir uns doch kurz das im Labor an. Da muss ich aber einmal, damit ich da hinkomme, den hier machen. Und einmal in Fullcam gehen. Und da kurz hinfliegen, weil ich muss ja durch die Stadt fliegen, Leute. Deswegen ganz kurz Fullcam. Oh, hier ist ein bisschen unaufgeräumt, da liegt ein Pullover auf dem Boden. Hier. Ihr habt nichts gesehen.
Da liegt keine Wäsche auf dem Boden. Okay, wartet, Leute. Ich muss mich kurz morphen. Kurz überlegen, welche Richtung ich fliegen muss, dass ich nichts zeige. Auf ins Labor! Okay, wartet. Ich glaube, ab hier... Ah, wir machen mal auf safe. Wobei, nee, ab hier kann ich zeigen, glaube ich. Oh, falsche Szene. Oh mein Gott, falsche Szene. Oh mein Gott, falsche Szene. Da ist richtig. Was habe ich jetzt gerade gezeigt? Das Stream-Ding, oder? Das war eine Bildschirmaufnahme. Okay, so. Hier sind wir wieder richtig. Auf zum Labor! Ich bin gespannt, was hat er geändert? Geh mal runter. Sterbe ich hier? Nee. Pff, Junge, einfach ein Creeper. Was ist das denn? Junge. Direkt, wenn man runterkommt. Das ist ja viel zu krass. Ah, der hat uns hier Helme aufgesetzt. Hey, wie nice. Er hat auch so einen RGB-Helm auf. Der ist aber cool eigentlich, der RGB-Helm. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der hat, stimmt, der hat uns auch Schwerter gegeben. Ja, das ist richtig cool. Hauptsache, ich habe so dieses Mini-Schwert. Das ist zwar lila und ist cool, aber die haben so heftige Klingen. Und das meint's. Wagemut. Wie geht's gut, Leonie? Wie geht's dir? Ich lade Edits für euch hoch. At Lily Edits. Obwohl auf YouTube, TikTok, Insta. Wenn du mich auf, wenn es auf Insta oder Dingens ist und mich einfach markierst, dann sehe ich das eigentlich. Okay, Leute, das war's dann aber erstmal für heute. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne nochmal liken und abonnieren, falls ihr Bock habt. Morgen kommt auch auf meinem Channel die Rache an Mr. X zusammen mit Easy. Da haben wir uns einen nice Prank überlegt und den, ja, werdet ihr dann morgen sehen. Guck mal den Namen vom Schwert an. Ist das ein Name? Minischwinger, oh mein Gott. Oh mein Gott, haben die auch Namen? Nee, ne? Nur meins heißt Minischwinger, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Hat das einen Namen? Nee. Gura Wave, stimmt, den gibt es ja auch noch. Okay, Leute, das war's dann für heute und bis morgen in einem weiteren, nicht Livestream, sondern Video. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für den ganzen Support.